Leute, grüß euch. Was mir so im Alltag mit dem Porsche so passiert, ist manchmal ganz lustig. Und zwar, ich war einkaufen und eine ältere Frau, sage ich jetzt einfach mal, ich meine, die wird schon über 60 gewesen sein, und ihr, ich gehe mal davon aus, ihr Enkelkind, der war vielleicht so 11, 12, ja. Und ich laufe hinter denen mit einem gewissen Abstand. Und ich laufe Richtung mein Auto und die laufen auch in diese Richtung, ja. Und dann sagt die, vermute ich mal Oma, zum Enkelkind: Ah, schau mal da, das ist doch ein Pferd. Also Porsche-Wappen ist ja auch ein Pferd drinnen, ne? Und zeigt so aufs Auto. Und dann sagt der Enkel: Ja, stimmt. Und zwar auch der allerneueste. Und ich denke mir: Wow, ich meine, es begeistert halt auch jung und alt trotzdem nochmal so ein Auto. Ich meine, es ist wirklich nur ein Auto so gesehen, ja. Es ist in Anführungszeichen aber halt ein Porsche, und Porsche weckt bei manchen Leuten halt auch gewisse Emotionen, und da sieht man, dass es bei alt und jung so ist, und freut mich einfach, ja, es freut mich wirklich, wenn ich das sehe, und weil ich feiere halt auch so schöne Autos, wenn ich mal einen Ferrari, wenn ich mal einen Porsche sehe oder Lambo oder sonstiges, schaue ich ja gerne hin, mir gefallen ja die Autos. Und was halt vielleicht noch zu erwähnen ist: Wenn meine Frau das Auto fährt und ich hinten dran fahre mit einem anderen Auto, dann sehe ich auch, wie es quasi ganz anders angeschaut wird, das Auto. Wenn man sieht, da ist eine Frau drinnen, ja, dann schauen die Jungs schon etwas mehr hin, als wenn sie sehen: Oh, schau mal, oder der schaut, der fährt das Auto. Oh. Keines Blickes so quasi würdigen, nur mal so um die Ecke, wenn es keiner vielleicht sieht. Das ist auch ganz lustig, muss ich dazu sagen. Ja. Das sind so mal die schönen Momente im Alltag, dass andere Leute auch, die vielleicht autoaffin sind, ob jung oder alt. Und ja, ist eigentlich so, sind so ein paar schöne Momente, wenn man das so nehmen darf. Ja. Leute, ich drücke euch die Daumen, dass bei euch alles funktioniert. Bleibt gesund und ich will nichts mehr.